Bevor wir alle in das wohlverdiente Wochenende nach dieser turbulenten Woche starten, will ich nochmal in einem Video versuchen zu zeigen, warum ich glaube, dass die Gefahr nicht vorbei ist für die Märkte. Kann ich mich irren? Klar, kann ich da falsch liegen? Natürlich, aber ich versuche mal eins und eins zusammenzuzählen. Angesichts der angekratzten KI-Blase, die letzte Woche ja schon schwere Schäden bekommen hat mit diesen heftigen Abwärtsbewegungen bei Nvidia und Co., dann folgte der Yen-Aufwärtscrash und der Nikkei-Crash, dann diese Erholung, die wir unter volatilem Handel jetzt im Laufe der Woche gesehen haben. Gestern der beste Handelstag seit November 2022, und jetzt sagen natürlich viele wieder, oh, das war doch die super tolle Nachkaufgelegenheit, vielleicht, vielleicht aber eben auch nicht. Warum? Wahrscheinlich aus meiner Sicht nicht. Das versuche ich jetzt in diesem Video zu zeigen. Was heißt dieser Carry Trade? Dieser Carry Trade hat ja faktisch bedeutet, dass die Anhebung der Zinsen durch die Fed keine große Rolle spielte, weil du einfach woanders hingehen konntest und für null Zinsen dir Geld leihen konntest und dieses Geld in US-Staatsanleihen investieren konntest, dieses Geld in Aktien wie Nvidia investieren konntest. Also egal, ob die Fed die Zinsen anhebt, es gab hier ja praktisch eine andere Tankstelle. Jetzt allerdings gab es aufgrund dieser Währungsentwicklung, die dann katastrophale Folgen hatte für diese Carry Trades, einen Unfall, und ich habe das heute Morgen in einem Kommentar mal versucht auf den Punkt zu bringen. Man muss sich das vorstellen wie im Straßenverkehr: Wenn du da einen Unfall baust mit deinem Auto, dann wird deine Autoversicherung die Prämien erhöhen, die du ihnen zahlen musst, weil eben aus Sicht der Autoversicherer das Risiko größer geworden ist. Oh, der hat einen Unfall gemacht, kann ja jederzeit wieder passieren. Wenn einer jahrzehntelang keinen Unfall baut, dann sieht man das Risiko eben als gering an. Und so war es ja auch Jahrzehnte mit diesem Carry Trade, der sich wahrscheinlich nicht in einem Tag irgendwie aufgelöst hat, sondern da ist noch viel vorhanden. Aber da ist eben kein Unfall passiert. Jetzt ist der Unfall passiert. Was wird passieren? Die Anbieter solcher Produkte, die Anbieter dieser Trades, die Ermöglicher all dieser Carry Trades, die werden sagen, ja, wir wollen aber eine höhere Sicherheitsleistung haben, denn die Erfahrung hat ja jetzt gezeigt, dass das Risiko doch höher ist. Mit anderen Worten, die Risikomodelle werden angepasst auf der einen Seite. Gleichzeitig sagt man, naja, wenn du versuchst, dich abzuhedgen, also abzusichern für ein Scheitern des Carry Trades, dann steigen auch die Prämien für diese Hedges, die werden also teurer. Und das bedeutet, die ganze Geschichte wird immer schwieriger, wird immer weniger gemacht, und das wiederum bedeutet, dass eben weniger Liquidität in die Märkte kommen kann oder eben dieses Spiel der Liquidität, das wir in den letzten Jahrzehnten gesehen haben, schwieriger wird. Und wir alle wissen, die Flut hebt alle Boote, und wenn die Flut weg ist, sieht man, wer nackt gebadet hat. Liquidität also als der entscheidende Punkt. Und so sieht es auch Bob Elliott, der sagt, das dürfte längere Nachwirkungen haben als eben jetzt mal ein Tag und alles ist wieder schick. Und wahrscheinlich gibt es einen Zusammenhang zwischen der Implosion der KI-Aktien, wie wir sie gesehen haben letzte Woche im Gefolge der Rezessionsängste, ISM, Arbeitsmarktdaten, Schnipp und Schnapp, dann Carry-Trade-Implosion, und dann ist manch anderes auch mal kurzfristig implodiert. Und wenn wir jetzt erstmal bei Japan sind, das ja sozusagen irgendwie ein zentraler Hub dieser ganzen Turbulenzen ist, dann haben jetzt Banken wie JP Morgan ihre Kursziele gesenkt für japanische Aktien, für den Nikkei, für den Topix. Das war ja ein beliebtes Spiel von Vermögensverwaltern. Mensch, Japan ist doch ganz toll, da gehen wir rein, das wollen wir haben. Das ist jetzt ein bisschen schief gegangen. Jetzt sinken also die Kursziele von jenen Banken, die vorher noch zum Einstieg geblasen hatten, interessanterweise. Und schauen wir uns mal Dollar, Yen und Nikkei an. Also die zentralen, wie soll man sagen, Achillesfersen, die zentralen Indikatoren für den Puls der Finanzmärkte derzeit, Dollar, Yen und Nikkei. Da sehen wir, ja, ein bisschen Erholung ist da, aber irgendwie sieht das nicht so richtig toll aus bisher. Also das ist jetzt nicht die alte Welt bei diesen beiden Währungspaar respektive dem Index. Und hier sehen wir mal, in den letzten Wochen haben vor allem Retail-Investoren sehr, sehr viel Geld in Nikkei, in den Nikkei gesteckt, in japanische Aktien gesteckt. Longest Buying Streak seit Januar
2023 und dann ist das passiert, was passiert ist. Das wird richtig wehtun. Und der Auslöser des Ganzen, nicht die Ursache, aber der Auslöser war ja die Zinsanhebung durch die Bank of Japan. Warum hat sie das gemacht? Sie musste es tun, weil eben die Inflation nach oben geht. Wenn du eine ultralaxe Geldpolitik fährst, dann musst du irgendwann die Konsequenzen dieser ultralaxen Geldpolitik in Gestalt von Inflation eben in Kauf nehmen. Die Japaner müssen Öl und andere Rohstoffe in Dollar kaufen, wenn Dollar-Yen permanent abwertet, wird der Chose immer teurer. Und hier sehen wir, dass es natürlich jetzt nicht ganz gepasst hat irgendwie, denn wir sehen, die Wirtschaft nicht in den USA, sondern in Japan ist schwach in jeder Hinsicht. Die stehen vor einer Rezession oder sind schon in einer Rezession. Jetzt kommen wir nochmal zu den Aktienmärkten an der Waller Street. Hier sehen wir den S&P 500 auf Stundenbasis und wir sehen hier einen klaren Trendbruch. Wir sehen diese impulsive Erholung. Ich hatte mehrfach gesagt, nach solchen Bewegungen sind impulsive Rallyes durchaus wahrscheinlich, so ist es denn auch gekommen, aber die Goldmänner, die sagen, passt auf, wir glauben noch nicht, dass diese Korrektur voll abgefrühstückt ist. Ja, was ist das denn? Das ist Ketzertum, meine Damen und Herren, und wir sehen auch nicht das, was wir gerne an Tiefpunkten der Märkte sehen, nämlich, dass die Insider von Firmen massiv kaufen, weil sie sagen, hey, das Geschäft läuft viel besser als die Märkte die Situation derzeit wahrnehmen. Also das ist ganz im Gegenteil der Fall. Wir sehen sehr, sehr viele Insiderverkäufe nach wie vor und wir haben jetzt eine Schließung der Lücke, ein bisschen des Liquiditätsgaps mit den Märkten. Gibt es ja den Liquiditätsindex, das ist die Bilanzsumme der Fed minus TGA, das ist das Konto von Finanzministerin oder des Finanzministeriums bei der Fed minus Reverse Repo, also das schwamm drüber, jedenfalls das ist ein Liquiditätsindex und wir sehen, der ist wieder ein bisschen besser geworden, weswegen wir jetzt diese Erholung gesehen haben, aber das Gap ist nach wie vor sehr, sehr groß und jetzt hoffen die Märkte eben auf viele Zinssenkungen, so viele wie seit 2008 nicht mehr erwartet man über die nächsten 12 Monate, was das Problem der Carry Trades nochmal verschärfen könnte. Ich hatte das in einem Video gezeigt, wenn die Fed jetzt deutlich die Zinsen senkt, dann wird der Carry Trade immer unattraktiver und für die Märkte heißt das jetzt, was passiert. Wir haben hier potenziell so eine bärische Wedge, ja, diese massive Rallye, starke Rallye gestern. Congratulations, aber die Frage ist, ist das nur eine Gegenbewegung gewesen in einem jetzt neuen Trend? Wenn diese bärische Wedge nach unten aufgelöst wird, dann werden wir nochmal Turbulenzen sehen. Und eins ist klar, wir haben jetzt einen Shift bekommen an den Märkten hin zu schlechte Nachrichten sind schlechte Nachrichten für die Konjunktur. Deswegen gestern diese Freude, diese total fast absurde Reaktion auf die US-Erstanträge, die das sachlich nicht hergeben, aber optisch besser waren. Also Bums nach oben die Märkte, das sehen wir jetzt alles daran. Bad News ist Bad News, dass die zyklischen Werte deutlich besser laufen als defensive Werte. Also wenn schlechte Nachrichten kommen, dann laufen die Defensiven gut. Wenn gute Nachrichten kommen, die Zykliker. Yesterday's Equity Put Call Ratio was 0.97, wie hier ein Twitter-Account schreibt. Das heißt, die Märkte sind gestern mit einer hohen Put-Absicherungsquote in den Tag gestartet und dann passiert das, was meistens passiert, diese Puts werden rasiert. Das Problem ist jetzt, dass eben diese Puts rasiert sind. Jetzt gibt es diese Absicherungen weitgehend nicht mehr, weil die eben eindecken mussten mit dieser heftigen Rallye gestern. Und wir haben jetzt insgesamt beim Nasdaq 8 Handelstage in Folge von mindestens 1% Bewegung gesehen. 2021 im Gefolge des Platzes der Dotcom-Blase hatten wir 29 Tage in Folge Bewegungen von mindestens 1%. Eins ist klar, die Hedgefonds, Asset Manager, die haben massiv gekauft, Tech gekauft. Das war das größte Tech-Investment in den letzten 3 Monaten, was da passiert ist. Die haben also den Dip am Montag gekauft. Die private Trader haben Verkauf, wie ich schon mal dargestellt hatte.
Jetzt ist die Positionierung immer noch hoch, aber nicht mehr so hoch. Die dürfte allerdings, wenn man diesen Chart aktualisiert, der ist nicht ganz aktuell, wieder deutlich nach oben gegangen sein. Und insgesamt ist eben jetzt das Problem, wenn du möglicherweise weniger Liquidität hast durch die Erschwerung von Carry Trades, von erneuten Carry Trades, dann ist eben die Frage, ob die Bewertungen noch gerechtfertigt sind. Denn der S&P 500 ist weit, weit über seinen langfristigen Aufwärtstrend gestiegen. Normalerweise wäre es durchaus typisch, wenn er an diesen Aufwärtstrend wieder anschließt oder wenn er da wieder hingehen würde. Das haben wir schon gehabt, meine Damen und Herren. Das war die Grafik. Jetzt haben wir da, das haben wir auch schon gehabt. Also das ist vielleicht hier eben der relevante Punkt. So, da sind wir, der hier zu beachten ist. Und wenn wir uns jetzt mal die KI-Blase anschauen, dann hatten wir ja heute Nacht die TSMC, also die Taiwanesen, nicht wahr? Die haben 45% im Juli mehr Umsatz gemacht. Ob mit Chips, das hat man nicht genau gesagt. Jedenfalls eigentlich eine Steilvorlage für eine Aktie wie Nvidia. Normalerweise würde die da 10% steigen. Klar, die ist natürlich gestern dann im Rahmen der Rallye schon über 6% gestiegen, aber wäre das bullische Setup intakt, dann wäre eine Nvidia heute weiter gestiegen, was sie aber nicht tut. Wir sind unter allen relevanten gleitenden Durchschnitten, machen tiefere Hochs, tiefere Tiefs nach wie vor. Also das charttechnische Bild ist seit einigen Wochen angeschlagen bei Nvidia, übergeordnet. Wenn man das ganz langfristig sieht, ist das natürlich noch eine andere Geschichte. Aber selbst Dan Niles, ein Apologet der KI-Blase, ein Tech-Bewunderer, sagt, ja, also er hält diesen Bounce für nicht nachhaltig und erwartet, dass dann ein Boden im September gebildet wird, weil ja auch in Wahljahren durchaus typisch, die Nervosität steigt jetzt erstmal vor den US-Wahlen, dass wir dann in diesem Zeitraum ein Tief bilden. Was wird jetzt übers Wochenende passieren? Wichtig, hier sieht es so aus. Immer mit aller Vorsicht, weil man nie weiß, was passieren wird natürlich, dass die Reaktion Irans jetzt wohl am Wochenende anstehen könnte. Klare Indikatoren. Hier die russische Flugaufsicht hat eine sogenannte NOTAM-Message gegeben für Flüge nach Israel, wo man also sagt, bis 16. August in bestimmten Uhrzeiten sollen keine russischen Flugzeuge Israel anfliegen oder von Israel nach Russland fliegen. Das ist das eine. Israel selber, laut Financial Times, bereitet sich jetzt auf Attacken vom Iran akut vor, so wird hier berichtet. Und gestern bereits diese Nachricht, russische und iranische Militärcargos, und deswegen könnten die Russen das eben sehr genau wissen, waren nach Syrien geflogen und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass diese Angriffe von Syrien aus dann passieren. Das ist ja deutlich näher an Israel als der Iran eben selber. Der hat da Schwierigkeiten mit dieser Distanz, dass man also von Syrien hier diese Attacke reitet. Gleichzeitig munkelt man laut Geheimdienstekreisen, dass die Hisbollah mit dem ersten Angriff beginnt und dann sozusagen eine Salve aus Syrien kommen wird. Wir werden sehen, ob das so kommt. Kommen wir nochmal nach Deutschland, meine Damen und Herren. Hier deutlicher Anstieg jetzt der Insolvenzen. Das hat auch zu tun mit der genialischen Wirtschaftspolitik unserer Regierung, die die Energie verteuert hat, die alles dafür tut, dass die Industrie hier keine Zukunft sieht. So hat man fast den Eindruck. Abschließend, meine Damen und Herren, zwei Empfehlungen. Aktienmärkte, Erholungsrally vor echter Bewährungsprobe. Das ist so ein bisschen ein Ausblick auf das, was kommt. Wir haben nächste Woche die Inflationsdaten. Was wird wichtig jetzt in nächster Zeit? Erste Empfehlung, gerne weiterempfehlen, meine Damen und Herren. Und zu guter Letzt sagt hier Hartnett von der Bank of America, ja, der Marktausverkauf hat die wichtigsten Niveaus noch nicht erreicht. Was er damit meint, das können Sie in diesem Artikel lesen, also diese beiden Empfehlungen. Jetzt sage ich Servus, ciao.